Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Runde von Minecraft. Und wir haben hier, nachdem wir die Nacht überlebt haben, nochmal zwei Faden zusammengesammelt. Und zwar hatte ich vor, meine Traveler Boots zu bauen. Und wir haben ja bisher auch schon Aluminium brennen können. Wir haben die Kühe gefunden, aus denen wir unsere Rucksäcke gebaut haben. Und wir hatten noch ein bisschen was davon über. Und deswegen würde ich mir jetzt einfach mal die Traveler Boots bauen. Hallo? Ah, jetzt, okay. Oder? Bauen die gerade? Ich glaube, ich gehe hier lieber mal raus. Okay. Dazu gehen wir an eine Bench. Und bitte einmal mir die Boots hergeben. Es hat sich das Inventar so ein bisschen bei mir geändert. Ich weiß noch nicht warum. Wie ihr sehen könnt, alle Hintergrundkacheln sind ein bisschen schwarz geworden. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Und wir haben unsere Traveler Boots. So, mit denen sollte es uns, glaube ich, möglich sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Über einzelne Blöcke drüber. Ah, wie geil. Okay, es ist echt angenehm, beim Laufen eben nicht mehr jedes Mal springen zu müssen, um einen Block hoch zu müssen. Und ich würde die gerne noch upgraden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe nur gesehen, dass man sie upgraden kann, indem man Lilypads drunter baut. Und wir waren ja mit unserem Bötchen unterwegs und hatten, glaube ich, Lilypads schon gesammelt. Genau, da haben wir zwei Lilypads. Ich weiß nicht, ob man zwei braucht. Ich gehe mir davon aus, für jeden Fuß eins. Und dann probieren wir das gerade mal aus, indem wir uns jetzt die Boots hier reinschieben und die beiden Lilypads. Ah, funktioniert natürlich nicht. Okay, das Ganze muss anscheinend ein bisschen komplizierter sein, als ich es mir jetzt gedacht habe. Wahrscheinlich brauchen wir eine extra Wrench dafür oder sowas oder irgendwie nochmal eine extra Werkzeugbank. Wir packen sie erstmal so normal rein. Wir können sie ja nachher auch noch verbessern. Und dann begeben wir uns doch einfach weiter auf die Suche nach dem Plätzchen, wo wir uns niederlassen werden. So. Und wir sind hier immer noch am Kirschblütenwald. Und ich habe zwischenzeitlich, wo ich hier die Nacht überlebt habe, wo wir auf der Suche waren, wir wollten ja von alles ein kleines Beispiel mitnehmen, haben wir... Nach was hatte ich gesucht? Ich glaube, ich hatte nach den Saplings gesucht. Haben wir hier, genau, White Cherry Sapling. Also wir haben jetzt die Pink Cherry Saplings und die White Cherry Saplings. Und damit können wir uns auch dann, wenn wir uns später niedergelassen haben, auch so einen richtig schönen Wald züchten, wie wir ihn hier haben. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns weiter auf die Suche. Und wer ist das da vorne? Da läuft jemand durch die Gegend. Ein Steve. Ein Skin Steve. Dann schauen wir mal, wer das ist. Schwert haben wir dabei. Wir müssen irgendwann mal gucken, wie wir uns Schilder machen. Hey, Fremder! Oh, guck mal, er ist auf jeden Fall agrar. Technisch begabt, wenn man das so nennen will. Was machen Sie hier? Oh, hi. Fremder. Arcanis. Was hast du hier Schönes? Karotten? Nein. Karotten? Mach warte, nicht. Lass uns einen Handel machen. Ich habe bestimmt etwas, was Sie interessiert. Und Sie gehen uns dafür ein bisschen Karotten ab. Genau, wir haben hier nämlich zwei Knochen. Daraus können wir ein bisschen Bone Meal machen. Und dann würde ich sagen, ich dünge Ihre Pflanzen mit dem Bone Meal und dafür geben sie mir ein paar Karotten ab. Okay. Wie machen wir das? So, oder? Ja, mal rechts. So, wow. Okay, wir konnten zwei Stück. Direkt. Ich nehme eins, du nimmst eins. Wir konnten ganze zwei Karotten damit wachsen lassen. Okay, das hatte ich mir die Ausbeute irgendwie ein bisschen größer erhofft. Egal. Okay, eine Karotte. Und Sie haben sich hier niedergelassen oder haben Sie nur dieses eine Feld? Bis jetzt nur dieses eine Feld, einfach mal um etwas Wegzehrung zu haben, falls man hier vorbeiläuft. Ach so. Ach, das ist ja perfekt. Zufall, dass ich hier vorbeigekommen bin. Okay. Haben Sie Lust, dich mit mir ein bisschen zu begleiten auf meinem Weg? Irgendeinen schöneren Ort? Okay, der hier, boah, die ist ja eigentlich schon richtig schön, aber ich suche noch was Schöneres. Was Schöneres als hier? Ja. Glaubst du, sowas findet man noch? Ich hoffe es, aber jetzt, was hast du? Ah, da hinten, das ist aber keine Karotten. Ah, das ist Weizen. Nee, hier ist so Weizen. Das ist, nee, genau. Und das hier vorne sind auch keine Karotten, sondern das sind, wenn ich das jetzt noch wüsste. Kartoffeln! Haben wir schon Kartoffelseeds? Ja. Wir haben normale Seeds, das müssen wir jetzt gerade mal nachgucken. Kürbisseeds, hier das sind Karottenseeds. Nochmal normale Seeds, warum haben wir. Wir haben zwei verschiedene. Ach genau, wir haben Unidentified und normale Seeds. Mich würde es jetzt mal interessieren, haben wir Potato Seeds? Wir haben gar keine Potato Seeds. Boah, die will ich haben.
Warte mal, was kannst du. Wie viel Futter hast du dabei? Ich habe 12 Karotten. Ja. Äpfel. Ja. Und ungebratenes Hühnchenfleisch. Okay, also hast du eigentlich genug. Was können wir denn dann machen? Wie können wir weiterhandeln? Ich will deine Potato Seeds haben. Wie wär's damit? Ich gebe dir, und das ist ein wirklich großzügiges Angebot, Traveler Boots und du gibst mir dafür deine Karotten Seeds. Ja, das ist ein richtig gutes warten. Angebot. Da musst du warten, bis sie ausgewachsen sind. Die sind alle da auf dem Boden. Ja, ich kann die ja wieder rausnehmen. Ich mach dir jetzt mal deine Traveler Boots fertig. Ich glaube, dafür brauche ich nochmal hier das. Und das hier, wenn ich mich so richtig an das Rezept erinnere. Dann mach ich dir die gerade fertig und dafür kriegst du deine Potato Seeds. So, dann nehmen wir das hier. Das hier. Zack. Und fertig sind deine Traveler Boots. Diese Schuhe kannst du anziehen. Hier. Hinter dir. Genau, ja. So. Diese Schuhe kannst du anziehen und damit brauchst du jetzt, wenn du Blöcke vor dir hast, nicht mehr hochzuhüpfen, sondern kannst einfach drüber laufen. Ist super angenehm. Und bringt Rüstung. Und du kannst nachher den Upgrade machen und damit hättest du dann, könntest du über Wasser laufen. Ist das nicht cool? Ja. Dann kann man sagen, ich bin Moses. Ja. Nein, warte Moses mal, Moses hat's mehr geteilt. Genau. Das ist falsch. Du wolltest Jesus Mann. Sagen. Ja. Ich wollte nicht Jesus sagen. So, nein, okay. Dann sagst du lieber Moses. Dann sagst du lieber was Falsches, als dass du Jesus sagst. Okay, danke für die Potato Seeds. So rum. So. Oh, es wird wieder Nacht. Was leuchtet denn da hinten? Ach, Lava. Und da du jetzt eh keine Seeds mehr hier hast, würde ich sagen, wird auch nichts dagegen sprechen, wenn du uns jetzt oder mich auf dem Weg an ein schöneres Plätzchen begleitest, oder? Klar, warum nicht? Gut. Alles klar. Dann sammel deine Kiste nicht vergessen. Ja. Sortiere ich das nach unter, dann sind deine Seeds auf jeden Fall auch nicht verloren. Am Ende unserer Reise kannst du die auch gerne wieder haben, die restlichen. Und von wo kamen wir? Oh, Achtung, ach, Zombie! Mit Schaufel sogar. Mit Schaufel in der Hand. Der will hier bei deiner Agrarwirtschaft auf jeden Fall mithelfen. Vielleicht hätten wir ihn einfach mal gehen lassen sollen. Vielleicht hätte er noch ein paar Felder umgepflügt. Oder zertrampelt. Ja, oder das. Aber wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube, ich kam von hier hinten. Das heißt, wir müssten irgendwo in diese Richtung weiter. Ich hoffe, dass wir uns nicht vollkommen verlaufen haben. Warst du alleine hier? Bist du Alleinreisender oder hattest du noch jemand bei dir? Wie geil es aussieht, dass du einfach überhaupt nichts anderes, nur diese dicken Boots da unten. Ich habe noch jemanden gesehen, der hier in der Nähe war. Da unten ist jemand. Ich habe einen Namen auf der Erde stehen. Ach hier, er hat sogar seine Fackeln hier hingestellt. Hallo. Hallo. Der Kohlemann. Was? Was? Wer wagt es in meine Höhle? Ja, immerhin keine Zombies. Guten Tag, wir sind Reisende. Was haben Sie da unten vor? Haben Sie sich eine kleine Höhle gebaut? Hey, Mann. Ich baue Mineralien ab. Oh. Da oben kämpft jemand. Ja, unten. Ich bin in ein Loch gefallen. Okay, ich hab ihn. Okay. Du kommst hier wieder raus. Ja, bin ich, glaube ich, mich hoch. Hätten Sie was zum Handeln? Ich darf doch ihre gemütliche Höhle betreten, oder? Doch sicher. Gegen ein gewisses Pfand haben sie Samen dabei. Ich verstehe echt nicht, warum meine Slots dunkelgrau angezeigt werden. Das sieht voll Banane aus. Ich muss das irgendwo mal einstellen. Das ist bestimmt der Shader. Es wird immer alles auf meinen Shader geschoben. Allein schon meine Abbauanimation sieht so. Nee, die sieht wieder. Hab ich den Shader nicht drin? Das könnte vielleicht Diskrepanz geben. Doch, ich habe den Zeus Shader drin. Das ist ja strange. Ich kriege auch die Animation vom Abbauen jetzt ganz normal angezeigt. Hat sich der Fehler jetzt von allein behoben oder ist es nur bei Holz? Nee, okay, bei Holz ist es nach wie vor. Es ist also bei Holz dieses Problem. Aha. Okay. Das ist ein Blumen, also doch der Shader. Ja. Definitiv. Iron Ingot. Ja, huch! Rennen mir gerade Eisen. Ich hab gedacht, da ist ein Loch jetzt da unten.
Oh. Oh, hier ist nicht mehr viel zu holen. Was ist das hier? Copper? Alles. Es muss alles mitgenommen werden. Copper ist auch für uns. Oh, bei Copper sieht es auch merkwürdig aus. Also bei ganz normalem Stein sieht es normal aus, bei allem anderen ist es extrem strange. Ach, und sie suchen Mine für Mine ab und ziehen sich die Mineralien raus und verbrennen die direkt. Oder brennen die. Ja, richtig. Meine Spitzhacke dann ist kaputt gegangen und du hast ziemlich viele Pfeile im Gesicht. Ich weiß. Es ist in Mode momentan. Achso, ja. Wo sind ihre? Es sieht wirklich so aus, als ob du ihn direkt im Kehlkopf stecken hast. Meine habe ich im Inventar. Hör auf damit, ich kann nicht mehr. Wie bescheuert. Trash, guck dir das mal an, wenn er den Kopf nach oben nimmt. Nee. Okay, sie haben keine Spitzhacke mehr. Ja, haben doch, sie genug Eisen? Doch. Ah, sicher. Ah, okay, weil ich hätte nämlich ansonsten auch noch ein bisschen was hier im Inventar. Würde noch genau für eine reichen. Okay, so viel habe ich. 60er Stack gerade zusammen. Oh, ein Schleim. Blub. Ja. Okay, Hammer. Au! Oh. Ach nee, da kommen ja mehrere kleine wieder raus. Stimmt ja. Ach. Ich glaube, diese Schleimpopel brauchen wir später, um Sachen abzugraden. Ja. Ich glaube, damit konnte man irgendwas machen. Ich habe voll die Leben verloren, sehe ich gerade. So, komm, den Baum mal ab. Wenn wir ihn schon mal ein bisschen hier abholzen, dann nehmen wir ihn komplett weg. Ansonsten sieht es ein bisschen merkwürdig aus, wenn der Baum am Schweben ist. Mein Problem ist viel... Au! Zombie! Wo? Hier, hinter dir. Okay. Ich komme nicht mit dem Rucksack hier. Okay, ich brauche jetzt auch hier. Was brauchst du? Zweiten Rucksack muss ich mir bauen. Ich glaube, für Arcanis bräuchten wir generell mal einen Rucksack. Ich habe schon auf meiner langen Reise einige Rucksäcke bauen können. Was soll ich denn mitnehmen? Ich gebe es Ihnen auch nachher wieder. Ich habe schon. Ist alles gut. Yeah, ich habe alles dabei, was ich brauche. Okay, dann sollten wir jetzt vielleicht wirklich mal gucken. Ich setze mal hier oben einfach mal. Was habe ich denn an Mineralien dabei? Kupfer, Aluminium, Eisen. Wir sind ein bisschen... Also ich bin noch nicht so gut ausgerüstet gegenüber Angreifern, habe ich jetzt leider mit feststellen müssen. Aber ich will das Leder. Ich will leider Leder, was wir finden, nicht dafür ausgeben, eine Rüstung zu bauen. Nee, das brauche ich, das Schwein, auch nicht für den Rucksack, oder? Nee, du kriegst aus dem Schwein kein Leder raus. Schade. Du brauchst Kühe, ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Lederklamotten, die bringen auch kaum was. Also du kannst aktuell Leder nur aus Kühen rausziehen. Du kannst es später, soweit wie ich das weiß, auch noch anders natürlich herbekommen. Aber dieser Umwandlungsprozess, du kannst über Rotten Flesh, also was du von Zombies bekommst, über einen Mana-Pool das Umwandeln in Leder. Aber dieser Mana-Pool setzt eine andere Mod voraus. Die haben wir zwar installiert, aber ich glaube, so weit sind wir von unserem Stand noch nicht, dass wir da richtig drüber mit abgehen können. Wow! Ich weiß gar nicht, ob wir PvP-Schaden anhaben. Aua. Haben wir, ja. Okay. Creeper! Wir haben Christoph Zombie da unten in die Dings reingestellt. Ach nee, Christoph ist nicht da unten. Ich bin mal weitergegangen, ja. Das wäre fies gewesen. Ja, lass mal zusammenbleiben, dann gehen wir doch gerade gemeinsam weiter. Oh, Zombie. Der Zombie versucht dauernd in den Boden zu versinken. Wo bist du denn hin? Ich bin links von der Höhle. Oh. Ja, wow, wenn man... Also es kommt halt drauf an, auf welcher Seite von der... Wenn man davor steht oder wenn man rauskommt links? Wenn man rausgeht links. Ah, okay, gut. Hier lang. Ach, da hinten hüpft er doch schon. Oh, cool. Ui, was ist das? Eisen! Ich wollte sagen. Eisen. Raus mit der... Ja, da kam ich nicht durch. Ich habe nur eine Holzhacke. Aber das ist Gravel. Ja, das ist mit der Tinkers Mod drin. Ja. Was wir noch machen können, also was ich auf jeden Fall machen will, ist, ich will mir diesen Hybrid bauen zwischen Schaufel und Axt. Gab's da nicht irgendwie sowas? Eine Schaxt. Also ich weiß, da gibt's auf jeden Fall irgendwas. Und ich muss mal gucken, wie man die herstellt. Da hinten sind... Ist das Feuer oder sind das Loren? Wow! Oh! Das war ein Bum-Bum. Hat er was hinterlassen? Das Feuer ist das Loren. Bum. Okay, dann gehen wir mal weiter durch den Wald. Wir könnten uns eigentlich auch schon mal anfangen, eine Karte anzulegen.
Ja, wir bräuchten auf jeden Fall den Atlas. Enderman, Ich hingucken. Nee, ich habe auch nur das Portgeräusch gehört. Ja, das ist nicht schlimm. Ich hab's gesehen. Bei Regen portet der sich die ganze Zeit hin und her. Ah, okay, gut, alles klar. Weil Wasser mag der nicht, da kriegt der Schaden von. Ah, ist das so? Ja. Kann man den dann mit einem. Sich weg. Kann man den dann mit einem Eimer Wasser angreifen? Jein. Er kriegt einmal Schaden und portet sich dann aus dem Wasser raus. Ah, okay. Man kann ihn also dann gefühlte 10 Kilometer weiter weg. Okay. Das heißt, wenn der mir auf den Sack gehen sollte, kann ich ihn einfach anpinkeln, dann rennt er weg. So, ja, genau. Cool, passt. So, wir nehmen mal weiterhin also unsere Blumen mit. Ich bin jetzt immer dabei, versuchen, Steine hochzuhüpfen, aber ich kann jetzt einfach drüber laufen, dank unserer guten Schuhe. Ich hüpfe auch noch die ganze Zeit, aber ja. So, dann sortieren wir mal wieder ein. Die habe ich noch nicht. Ich muss noch rausfinden, wie man Backpacks benennen kann. Das würde geht mit Shift-Rechtsklick. Muss ich erst wieder gucken, wo da seid ihr langgelaufen. Shift-Rechtsklick? Ja. Oh, jetzt habe ich schon weggeschmissen. Shift, nicht Q. Weiß halt nicht, was Shift heißt. Ah, okay, jetzt. Minerals. Was brennt denn da oben? Minerals. Was hatten wir hier da drin? Da hinten brennt ein Berg und Lava-Meer ist da. Wie nennen wir das? Nicht Turm. Minerals. Es ist alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Plants. Natural Plants. Was ist Plants. Das hier? Ist das Asche? Und wir haben noch... diesen brennenden Turm, den will ich mir ansehen. Ja, da bin ich dran gerade. Kann man den abbauen? Nein. Enemies. Mit einer Diamantspitzhacke. Flash. Stuff. Dieses schwarze Zeug? Müsste Obsidian sein. So, dann haben wir unsere drei Rucksäcke schon mal benannt. Violett ist das doch. Wo seid ihr? Am brennenden Turm. Am brennenden Turm? Ja. Oh, ich sehe euch. Genau auf uns zu. Ja, irgendein Obelisk, kann das sein? Ja, ein brennender Obelisk. So, dann bewegen wir uns doch auch mal dahin. Interessiert uns ja auch. Wir sollten nicht so viel rennen, obwohl wir eigentlich genug an Fleisch dabei haben. Ist das ein Obelisk, der auf einem anderen Obelisk steht? Kann das sein? Oder soll das einer sein? Nee, das ist einer. Nein, das ist kein Obelisk. Au. Das ist Öl. Ach so. Deswegen brennt hier auch alles. Fröhlich vor sich hin, ja. Dann ist die nächste Frage, habe ich schon Öl dabei? Ich bin doch eigentlich schon alles am Sammeln. Obwohl, brauchen wir unbedingt Öl? Komm, ich könnte den Schmutz einfach mal auskippen. Ich trage ja seit ein paar Folgen einen Schmutzeimer mit mir rum. So, braucht man. Hier haben wir ein bisschen Schmutz. Dann nehme ich mal einfach mal so einen schönen Eimer Öl mit. Ich hoffe, wir haben hier irgendwo noch eine Stelle, die nicht brennt. Ja, hier bei mir. Öl. Ich habe einen Öleimer. Ey, du fackelst mir ab. Ah, wir haben auch Öl. Alles klar. So, wir haben einen Öleimer. Feuer ausschlagen. Ich weiß nicht, wie man den braucht, aber... Ölbucket. Besser was zu haben, als später genau. Was zu vermissen. Was ist das hier? Das ist braun. Au. Das ist vergiftet. Das, was ich eben da hingesetzt habe. Das ist ja, danke, das ist Dreck und ich bin vergiftet. Warum kennst du auch in den Dreck? Muss ich jetzt sterben? Nein, ich glaube, sterben wirst du davon nicht. Kannst du gar nicht. Wieso hast du jetzt in das schöne Wasser Dreck gemacht? Wir haben Pfirsiche, Pfirsichbäume. So, davon... bräuchten wir natürlich auch für unser späteres Heim vielleicht Saplings. Jetzt weiß ich nicht, haben wir die schon? Wir haben schon so viel Zeug hier eingesammelt insgesamt. So, ich habe den Dreck mal weggemacht. Aber ich glaube, Saplings haben wir von einem Bäumchen. Also es ist aber auch ganz normales Oakwood. Also es ist kein Baum, der extra für diese Frucht vorgesehen ist. Also dann übertrage ich das mal auf jede Frucht. Dass man das später wahrscheinlich irgendwie Leder anders machen kriegt man muss. Nur von Kühen, oder was? Genau, so sieht's aus. Also genau. Die Option, wie gesagt, haben wir momentan noch nicht. Wir sind noch nicht so weit, dass wir... Wenn ich ehrlich bin, finde ich die Gegend hier schon richtig geil. Gerade die Kirschbäume gefallen mir. Was baue ich denn jetzt ab? Ich habe hier nämlich jede Menge Schafe und Schweine rumstehen. Nein, du brauchst Kühe, nicht Schafe und Schweine. Aber du baust ihn so, dass du es anordnest wie auch eine normale Bench. Also einmal im Kreis oder wie ein Ofen. Eine Truhe. Genau, oder eine Truhe. Es gibt ja so viele Rezepte, wo du es im Kreis ziehst. Ja, in der Bench, das sind vier. Einfach nur vier aneinanderliegende Felder. Oh, stimmt, sorry. Das war natürlich mein Fehler, ja. Jetzt stellt sich mir die Frage, bleiben wir hier oder gehen wir weiter? Nein, wir wandern weiter, würde ich sagen. Einen Moment, ganz kurz. Ist noch nicht perfekt, was ich unbedingt haben will.
Ja, du kannst es wirklich, du kannst sie dafür benutzen. Abbauen. Genau, abbauen. Nennen wir es abbauen. Ja. Nennen wir Ach, es guck mal, abbauen. Hier läuft auch der Junge rum. Hier waren doch auch jede Menge. Hier sind, glaube ich, 10 Schweine gewesen oder so. Oh, das habe ich runtergehauen. Oh, cool, das ist gestorben, dann Fallschaden. Genau, wir werden natürlich nachher, wenn wir uns irgendwo unser Plätzchen gesucht haben, über Felder unsere Nahrung zu beziehen, weil die auch einfacher anzusetzen sind und abzubauen sind. Denn mit den technischen Mods, wie ich ja schon mal erklärt habe, ist es uns möglich, Maschinen zu bauen, die das Seeden und, also die das Pflanzen und Abernten von Feldern deutlich einfacher macht. Das heißt, aktuell werden wir uns noch von Fleisch ernähren, wie wir es früher schon getan haben, aber in der Zukunft ist es uns vielleicht möglich, uns komplett über Gemüse zu ernähren. Wo seid ihr jetzt eigentlich hin? Wir sollten so ein bisschen in der Kommunikation bleiben. Also wir sind nebeneinander vorbeigelaufen und ich bin jetzt zu den nächsten Schafen, die direkt nebendran waren. Und da unten ist Trash. Und ich gehe gerade auf Arcanis zu. Ja, genau. Okay, dann lasst uns doch genau diese die Richtung weiter beziehen. Yep. Zack, indem wir jetzt hier in den Wald... In den tiefen Wald. Ach, wie können wir eine Karte erstellen? Weißt du das? Eine Map? Da muss ich selber mal ganz kurz nachgucken. Weil Atlas sollten wir ja auch drin haben. Ja. MT Antik Atlas. Das nenne ich mal einen Baum, ey. Alter Schwede. So, da, ja. Ein Kompass und ein Buch. Und den Kompass machen wir aus Eisen und Redstone. Das ist nicht kompliziert. Den Kompass müssten wir uns machen können. Müsste sogar Redstone dabei haben. Hat der Bergarbeiter auch ein Eisen für den. Was kriege ich für den Wanderer übrig? Wenn wir schon bei dem Handeln, wenn wir schon beim Handeln sind. Wie sieht's bei Ihnen nahrungstechnisch aus? Versorgt. Wirklich? Versorgt. Okay. Ich hätte vielleicht andere Rohstoffe, die Sie. Also andere Mineralien. Dabei, ich habe Karotten-Seeds dabei und ich habe über 60 Karotten. Okay, wie sieht's mit... Rote. Ich habe verschiedenes Kupfer dabei. Ich weiß da nicht, warum ich zwei verschiedene Arten Kupfer habe. Aber ich habe zwei Kupfer. Einmal von Tinker und einmal von Thermal. Der... ich habe Immersive Engineering und Thermal Foundation. Ja. Ach so, ja, dann gibt's sogar drei Formen von Kupfer. Wow. Also ich hätte Aluminium. Lass mich raten, und es gibt nur eine Form Kohle. Ein Eisen gegen ein Aluminium? Ich kenne leider die Werte hier nicht. Aluminium habe ich selber noch. Ich habe halt einfach nichts, glaube ich, was ich dir anbieten könnte. Also ich hab richtig viel, aber ich weiß nicht, was du damit anfangen könntest. Hier ist ein Zombie-Kopf. Ah, den nehme ich sogar. Sobald ich den Platz im Inventar habe. Den kannst du ja mit dem Eisen freimachen. Also du wirst wahrscheinlich mehr als ein Eisen da haben. Hey, wer klaut denn hier mein Holz? So. Und wir werden die Folge hier beenden. Und es wird so weitergehen. Wir haben das Ganze geplant. Die beiden Herrschaften, Trash und Arcanis, werden mich hier in Minecraft begleiten. Aber nicht dauerhaft. Das heißt, es bleibt weiterhin wahrscheinlich großteils oder immer wieder eine Mischfolge zwischen Singleplayer und Multiplayer. Die beiden werden sich dann auf der Karte auch irgendwo niederlassen. Vielleicht in unserer Nähe. Werden dort ihren Beitrag dazu hinzufügen. Um diese Karte ansehnlicher und schöner zu machen. Sie werden uns natürlich jetzt auf dem Weg erstmal, bis wir unseren Spot gefunden haben, oder zumindest für diese Season begleiten. Und danach wird es als Singleplayer erstmal weitergehen und jeder wird sein Zuhause bearbeiten. Und dann wird es immer wieder kleine Folgen geben, wo wir uns zusammen auf Abenteuer begeben werden. Von daher hoffe ich, dass ihr in dieser Folge trotzdem euren Spaß gehabt habt. Warum sage ich eigentlich immer trotzdem? Ich sollte mal prinzipiell aufhören, trotzdem zu sagen, weil die Folgen sind gut. Ich kriege das Feedback, dass einfach die Qualität auch bei den Aufnahmen stimmt. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass ihr Spaß gehabt habt. Lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar. Die habe ich in letzter Zeit gerade bei den Minecraft-Folgen ordentlich bekommen. Ich rede immer von ordentlich für die Kanalgröße, die ich habe. Ich habe heute alleine drei Kommentare bekommen für meine Minecraft-Folgen. Deswegen gehe ich davon aus, dass ihr wirklich Spaß dabei habt. Mir macht dieses Projekt Riesenfreude. Ich habe hier jetzt noch zwei Weggefährten gefunden. Deswegen lasst es mich wissen. Ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns die Tage. Bis dahin. Ciao.